Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ganz gewiss werden wir diejenigen, zu denen Gesandte gesandt worden sind, fragen. Und ganz gewiss werden wir die Gesandten fragen. Und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Und unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns einige der Fragen genannt, die wir am jüngsten Tag erwarten können. Jeder wird sich der Prüfung stellen und es wird keine Wiederholung geben. Welche Fragen erwarten uns? Frage Nummer 1. Deine erste Frage betrifft dein Gebet und all deine Gebete werden präzise untersucht. Jede einzelne Verbeugung, jede Sajda, jede Gebetsfaschung und Khushu', die Pünktlichkeit jedes Gebetes und jede Vernachlässigung. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, am jüngsten Tag wird jeder Mensch als erstes über sein Gebet befragt werden. Wenn seine Gebete vollständig sind, werden seine anderen Handlungen vollständig sein und er wird erfolgreich sein. Wenn seine Gebete aber unvollständig sind, hat er die Prüfung nicht bestanden. Wenn seine Pflichtgebete mangelhaft sind, wird Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln sagen, zieht seine freiwilligen Gebete heran, die wir nutzen können, um seine Pflichtgebete zu tilgen. Dann wird mit seinen anderen Handlungen ähnlich verfahren. Frage Nummer 2. Du kannst mit einer Frage über An-Na'im rechnen. Über alle Genüsse und Annehmlichkeiten, die du in diesem Leben genossen hast, wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala befragt werden. Über jede noch so kleine Güte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Seht mal die Klarheit der Frage. Das Buch ist vor uns. Wir werden über die Annehmlichkeiten befragt werden. Imam al-Tabari sagt in seinem Tafsir, Allah wird den Empfänger jeglicher Güte in Bezug auf seine Genüsse befragen. Wir werden uns für jede Frucht, jeden Schluck Wasser, jeden Bissen Fleisch am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala rechtfertigen müssen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Schluck Wasser. Und was ist dann erst mit dem Luxus des 21. Jahrhunderts? Wie sollen wir diese Genüsse vor Allah subhanahu wa ta'ala rechtfertigen? Strom, Heizung, Auto, auf Knopfdruck. Und was ist mit dem Genuss unserer Sinne? Unsere Gesundheit, der blitzschnelle Zugang zu Wissen und Vorträgen. Was ist mit dieser Art von Na'im? Es wird eine detaillierte und umfassende Befragung über jeden einzelnen Genuss werden, den du und ich tagtäglich genießen, inklusive des kleinsten Komforts. Subhanallah, auf diese Fragen müssen sich alle gefasst machen. Die Fragen 3, 4, 5, 6 und 7 finden wir in einem Hadith über das Leben einer Person, ihre Jugend und ihr Geld, ihr Wissen und ihren Einsatz. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Mensch wird sich von seiner Stelle am jüngsten Tag bewegen, bis er gefragt wird nach seinem Leben, wie er es verbrachte, nach seinem Wissen, was er damit machte, nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab, nach seinem Körper, wie er ihn abnutzte. Subhanallah. Diese Fragen sind eindeutig und klar. Das ist eine Rahma Allahs. Unsere Vorbereitungen können wir heute schon beginnen. Dein Leben und was du damit gemacht hast. Du lebst vielleicht 60, 70, 80 Jahre auf dieser Welt. Was war der Leitfaden dieser Jahre? Womit hast du dich in diesen Jahren beschäftigt? Worum kreisen deine Gedanken Tag für Tag? Womit verbringst du deine Nächte? Wofür hast du wirklich gelebt? Wofür bist du gestorben? Darauf wirst du Antworten finden müssen, wenn du die Prüfung bestehen willst. Frage Nummer 4. Deine Jugend und was hast du damit gemacht? Wenn meine Triebe und Verlangen meine Handlungen bestimmt haben, wenn ich getan habe, wonach mir gerade war, wie werde ich auf diese Frage antworten? Frage Nummer 5. Wir werden nach unserem Vermögen gefragt, wie wir es erlangt haben und wofür wir es ausgaben. Die Beispiele von schnellem Geld sind zahllos. Wie hast du dein Geld verdient? Und als du es bekommen hast, was hast du mit dem Geld gemacht? Hast du deine Eltern damit unterstützt? Hast du deine Nahestehenden davor bewahrt, sich bei Fremden zu verschulden? Hast du davon Zakat gezahlt? Hast du Bedürftigen geholfen? Was hast du mit deinem Vermögen gemacht? Frage Nummer 6. Was hast du mit deinem Wissen getan? Allah hat uns mit hunderten Freitagsgebeten gesegnet. Dieses Privileg sollte nicht spurlos an uns vorbeigehen. Und wir werden über dieses Wissen befragt werden. Viele von uns schließen eine Ausbildung ab. Wir erlangen Wissen und setzen dieses Wissen um. Aber wofür setzen wir es ein? Nutzt unser Wissen der Menschheit? Oder schaden wir dadurch unserer Umwelt, indem wir mit unserem Wissen dazu beitragen, diesen Planeten maßlos auszubeuten? Wie gehen wir mit unserem Wissen um?
Welche Beweggründe lassen uns nach Wissen streben? Frage Nummer 7. Jeder Mensch wird über seinen Körper befragt werden, über jedes Glied, über seine Sinne, die Allah ihm zur Verfügung gestellt hat. Unsere Augen und Ohren, diese besonderen Instrumente, wir werden darüber befragt werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese, danach wird gefragt werden. Wie bereitet sich ein weiser Muslim auf diese Prüfung vor? Wenn seine Augen etwas Verbotenes sehen, senkt er seine Blicke. Wenn seine Ohren etwas Unerlaubtes hören, dann hält er sich die Ohren zu. Er lässt nicht zu, dass sein Herz verunreinigt wird. Mit Zweifel, Neid, Gier, Egoismus und schlechten Gedanken über unsere Geschwister. Er hält sein Herz rein. Unsere Augen, Ohren und Herzen werden am jüngsten Tag befragt werden. Frage Nummer 8. Wir werden über jedes Unrecht befragt, das vor unseren Augen passiert ist. Und wie unsere Haltung dazu war. Ja Allah, das ist eine sehr gewaltige Sache. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, uns vor diesen schweren Fragen zu bewahren. Einige der Sahaba weinten, als sie von dieser Prüfung erfuhren. So schwerwiegend ist sie. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, am jüngsten Tag wird Allah zu einer Person sagen, als du gesehen hast, wie das Böse vor deinen Augen geschieht, wieso hast du nichts dazu gesagt? Der Gesandte alaihi wasallam sagt, wenn Allah dieser Person erlaubte, die richtige Antwort zu geben, würde die Person sagen, ja Allah, ich hatte Hoffnung in dich und ich hatte Furcht vor den Leuten. Sie würde die Wahrheit sagen. Ja Rabbi, ich hatte Hoffnung in dich und ich hatte Furcht vor den Leuten. In einer anderen Überlieferung sagte der Gesandte, niemand sollte davor zurückschrecken, die Wahrheit zu sagen, wenn er die Wahrheit kennt. Niemand sollte seiner Angst erlauben, ihn daran zu hindern, die Wahrheit zu sagen, wenn er von der Wahrheit gehört hat. Abu Sa'id, der Überlieferer dieses Hadiths, weinte, als er das hörte und er sagte, Wallahi, wir haben falsche Dinge gesehen und wir hatten Angst, sie anzusprechen. In einer anderen Überlieferung sagte Abu Sa'id, ich wünschte, ich hätte nie von diesem Hadith erfahren. Es könnte ein Freund sein, ein Arbeitskollege oder ein Familienangehöriger, der eine verbotene Handlung vor euren Augen begeht. Macht euch doch diese Frage am jüngsten Tag gefasst. Seid euch sicher, dass ihr darüber befragt werdet. Welchen Standpunkt hast du eingenommen, als du gesehen hast, wie der Haram vor deinen Augen geschah? Frage Nummer 9. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns über unsere gewöhnlichen Taten befragen. Allah sagt, ja, bei deinem Herrn. Wir werden sie allesamt ganz gewiss befragen über das, was sie zu tun pflegten. Und der Gesandte, alayhi salam, sagte während der Abschiedswallfahrt, ihr werdet euren Herrn treffen und er wird euch über eure Taten befragen. Meine lieben Geschwister, dieser letzten und wichtigsten Prüfung unseres Lebens müssen wir uns bald stellen. Und genau so, wie wir uns für jede Prüfung Tage, Wochen, Monate zuvor darauf vorbereiten, müssen wir uns für diese Abschlussprüfung rechtzeitig vorbereiten, bevor es zu spät ist. Wenn wir in der Schule eine Klasse wiederholen müssen oder ein Semester in der Uni, ist das bedauerlich, aber keine Katastrophe. Wir haben aber nur dieses eine Leben, um uns auf die Abschlussprüfung am jüngsten Tag vorzubereiten. Denn es gibt diesmal keine Wiederholungsprüfung. Wenn wir diese Prüfung nicht bestehen, hat das Folgen für uns bis in alle Ewigkeit. Allah beschreibt die Folgen für uns. Sollten wir die Prüfung nicht bestehen, mit diesen Worten. Sag, die wahren Verlierer sind diejenigen, die am Tag der Auferstehung sich selbst und ihre Angehörigen verlieren. Sicherlich, das ist der deutliche Verlust. Meine lieben Geschwister, das sind einige Fragen, die uns erwarten. Für diejenigen, die sich auf die letzte Prüfung vorbereiten möchten, um erfolgreich zu bestehen. Inshallah.